liebe Jigsaw-Jünger, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, ne? Ist ja mal Samstag, wenn der ganze Schmuh hier rauskommt, ne? Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Freitag, ne? Und sag mal, Kollege, bist du immer noch am Meditieren? Ja. Okay, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon Leichen, aber ich glaube, wir haben irgendwie komplett... Okay. So, ich will mal ganz kurz hier auf die Karte gucken und warte mal, hier gehen wir aber eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht müssen wir hier echt nochmal hoch. Ich weiß es nicht. Wir klettern nochmal hoch. Mhm. Zum, dum, 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 yeah. Baby. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in die Karte. Ich habe ja keine Ahnung, weil ich finde, oder? Warte mal. Kommen wir denn da vielleicht noch irgendwo weiter? Kommen wir da noch irgendwo weiter? Nee. Da liegt was. Da liegt was. Das gucken wir uns mal an. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. Verlagte lesen. Okay. Weiter. Es verfügt über einen beachtlichen Vorrat an Chlor, der in Chemie... Was? Im Chemikalienlager aufbewaffnet. Bitte sorgen Sie, dass sich Chemikalien-Schränke bei Bedarf... Wenn Bedarf damit ausgewählt werden. Chlor ist ein hervorragendes Oxidationsmittel und kann bei der Entwicklung neuer Medikamente über diesen Chemie eingesetzt werden. Okay. Komm, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Achten Sie darauf, dass die Chlorbehälter stets fest versiegelt sind. Sollten diese lecken, ist in der Umgebung ein grünes Gas zu sehen. Okay. Das Gas ist tödlich. Ja, super. Perfekt. Mehr wie eine neue Herausforderung. Und sollte in unserem Gefahrenstoffteam beseitigt werden. Wir haben ein Gefahrenstoffteam, das war mir neu. Gut, kommen wir jetzt hier irgendwo hin. Ich kann ja irgendwas machen. Kann ich hier runter hopsen? Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, das wäre nicht so gesund. Können wir uns jetzt hier wieder durchquetschen? So, wir quetschen uns mal hier durch. Quetsch, 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 quetsch. Ein gequetschter Detective ist ein guter Detective. So, ich bin wahrscheinlich schon wieder im Kreis gelaufen, ihr wisst ja, ne? Wir laufen ja die ganze Zeit fleißig im Kreis rum, ne? Das kann ein Spielkind 45 am allerbesten. Sich verlaufen und im Kreis rumlaufen und, okay, aber ich glaube, das ist verkehrt, liebe Leute. Weil wir stehen jetzt hier irgendwie an der Wand, ne? Und... Weil es da... Obwohl, das sieht so aus, als wären wir da noch nicht gewesen, oder? Komm, wir klettern dann mal runter. Ich weiß es nicht, ne? Hier, Hopsi-Bopsi, ne? Wir haben ein Skalpell irgendwo für einen Bruder geklaut, der uns hier schon mal ans Leder wollte. Scheiße, wir sind schon wieder im Moment. Das war, Ich bin ehrlich, ich bin, auch mit Karte noch so extrem gut im Verlaufen und im Orientierungslossein, dass, aber ich glaube, wir müssen doch da hoch, oder müssen wir da nicht hoch? Ich glaube, ich setze mich jetzt neben dem Bruder um und meditiere eine Runde. So, aber ich glaube, das haben wir letztes Mal schon probiert, da waren wir auch verkehrt. Ich mache jetzt Karte. Ja, haben wir da jetzt durch können, aber da kommen wir ja nicht durch, oder? Weil hier ist ja zu. Pardon, dass ich so wackele, liegt nicht daran, dass ich total betrunken bin, sondern, ne? Okay, dann gehen wir mal hier rein, Tür schließen. So, wir gehen dann mal hier weiter rein. So. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Den Kollegen haben wir aber auch schon gesehen. Oh Gott, jetzt bin ich wieder ganz zurückgelaufen. Hm. Okay. Ja, ihr seht, ein lustiges Sightseeing mit Spiegel 45. Lustig finde ich es eher weniger, aber... Okay, ich glaube, da müssen wir doch wieder zurück. Aber ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Die Leute, ich habe mich total verlaufen. Selbst mit Garte hier, Janitor, Steam und so und bla bla bla, hast du nicht gesehen. Ey, ich habe doch das Feuerzeug gar nicht angemacht. Was ist denn so ein Scheiß hier? So, schließen. So, waren wir hier schon drin, meine Freunde? Okay. Okay, das war nur... Gesundheit komplett. Also, gesundheitlich geht's uns sehr gut, ne? Detective Tab freut sich besser. Gesundheit, so. Ja, yeah, hallo, ich, So, aber, Karte! So, ich geh mal geradeaus machen. Oh. Da ist ein Ventilator. Aha. Boiler Room. Okay, da waren wir schon. Genau. Da waren wir schon mal. Da sind wir aber dann irgendwann gestorben, weil wir da drauf gegangen sind. Vielleicht müssen wir das Gas hier wieder umleiten. Ich weiß es nicht. Hier können wir dann nichts machen. So. Umleiten. Jetzt kommt es dadurch. Hier kommen wir aber nicht durch.
jetzt kommen wir hier aber auf jeden Fall rein. Hier kommen wir jetzt rein. Hier können wir jetzt sogar theoretisch runtergehen. Machen wir mal. Mal gucken jetzt, wie schön Rotlichtmilieu, ne? Haben wir es jetzt ganz abgeschaltet? Das gluckert so komisch nach. Haben wir es jetzt ganz abgeschaltet? Komm, wir klettern nochmal. Klettern, Tippy Boy, komm hoch da. Das Rotlichtmilieu wieder verlassen. Man sagt ja mal, wenn man Angst hat, ne, nachts auf dem Friedhof oder so, dann soll man singen. Ne? Singe wem Gesang gegeben, wer es nicht kann, soll einen heben. So, das können wir jetzt wieder ausmachen, glaube ich, ne? Denn das ist. Jetzt ist es da wieder. Aber hier sind wir letztes Mal verreckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Der Pfeil geht auf jeden Fall da. Okay, das dient es wieder. Will da einer was? Hier, ne, wir sind gefährlich. Hallo? Oh, da runter, okay. Was haben wir denn hier sonst noch? Da ist wieder Steam. Alles voller Steam. Warte mal, war da noch? Da ist auch ein Pfeil. Die ganzen Pfeile machen mich hier total kirre. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Kommen wir hier durch? Tür verschlossen, okay. Okay, da ist auf jeden Fall Dampf und Dampf ist nicht sonderlich gesund, ne? Okay, der Pfeil zeigt nach da. Nach da. Nach da. Kriegen wir irgendwas auf? Kriegen wir nicht auf. Gibt es denn hier ein Ventil? Wo ist ein Ventil? Ich will jetzt sofort ein Ventil. Das will ich meinen Anwalt sprechen. Okay. Gibt es hier kein Ventil, Freunde? Ach, da runter. Okay, gehen wir mal da runter. Summdi-dummdi. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, ich glaube, wir gehen wieder ins Rotlichtmilieu, oder? Okay, da ist wieder ein Rad. Wir drehen mal gucken, wo es... Ist jetzt was aufgegangen oder habe ich das irgendwie falsch interpretiert? Umgekipptes Regal, gute Sache das, ne? Oh, hier schöne Mauer, ne? Super, ne? Komm, dann klettern wir hier nochmal hoch. Subdidabdi rauf auf den Bums, ne? Gucken wir mal hier. Und jetzt? Okay. Oh, da ist das schon wieder, sehe ich das schon wieder eine Bombe. Liebe Leute, ich sehe wieder eine Bombe. Und das ist immer eine sehr einladende Geschichte. So. Okay, wenn ich das Ding betrete, wird es wahrscheinlich gefährlich. Meine lieben Leute, ich weiß gar nicht, okay, ob wir hier jemals wieder hinfinden. Denn, ihr wisst, ne, wird mir das noch ein anderer Pfeil? Sehe ich da einen anderen Pfeil? Aber oh, da komme ich nicht hin. Ne, ne, da komme ich denn da hin. Ah, ne, da kommen wir her. Ne. Okay, ich denke mal, dann werden wir in den Bombenraum müssen. Hier gibt es eine Bombenstimmung hier, Bombenparty, ne? Wie kein Kontrollpunkt? Waffenkasten können wir nicht öffnen. So, oh, da ist ein genagelter Besi. Also kann man die Dinger doch nageln. Ich meine, natürlich mit Nägeln versehen. Ihr wisst, was ich meine. Okay, wenn ich jetzt hier reingehe, wird es wahrscheinlich gefährlich. Was ist das jetzt? Hier kann ich was drücken. Türsteuerung an, aus. Und wo ist jetzt eine Tür auf? Waffenkasten? Wo ist denn jetzt die Tür aufgegangen? Ich würde ganz gerne wissen, wo die Tür jetzt hier aufgegangen ist, meine lieben Leute. Hier, gehst du bitte mal weiter. Oh, die ist hier aufgegangen. Oh, Boll. Moment, jetzt mal ganz kurz Karte gucken. Okay, das sieht aber gut aus. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Saftkontrollpunkt, das ist immer gut. So. Oh, eine Ratte, guten Tag. Okay, da ist aber wieder Steam. Verdammte Scheiße. Da kommen wir also nicht durch. Okay. Oder muss ich jetzt... Ach Gott, oh Gott. Okay. Okay, ich glaube, es ist ein Rest nach Zeit. So, hier durchquetschen. Nein, nein! Ich bin zu weit gegangen! Scheiße! Ja. Okay. Probieren wir direkt nochmal. Meine lieben Leute,
Ich bin ehrlich, ich schwitze Blut und Wasser, aber das interessiert ja keinen. Ihr wollt ja nur euer Let's Play am Samstag, ne? Und das ist dafür machen wir den ganzen Scheiß jetzt hier auch. So, okay. So, ne, Bumdi-Wamdi, das kriegen wir auf. Da ist die Ratte wieder. Guten Tag, Frau Ratte, Herr Ratte, ich weiß nicht. So, hindurchquetschen. Guck mal, so, ganz kurz mal hier. Also, der geht an. Dann geht der an. Gibt es noch einen dritten? Irgendwie muss es noch einen dritten geben. Einer. Zwei, okay. Okay. Bin ich jetzt schon tot, wenn ich hier stehen bleibe? Nein. Okay. Hat doch super geklappt, oder nicht? Weißt du, wenn ich im geringsten, wo ich jetzt hier hinkomme? Aber das haben wir irgendwie hingekriegt, ne? Und durchquetschen. Ja, so sehe ich aus. Hier bitte einmal Feuer machen. Okay. Okay. Ja, ne? Man kann ja ruhig doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja. Alles voller umgestürzter. Oh Gott, was steht da? You have made it into the heart of the boiler. Okay, ich wusste nicht, dass ein Boiler ein Herz hat, aber. Anyone out there? Help me! Someone! Was soll ich. Was ist denn den Kistenkopf machen? Was ist das? Aufheben. Den verdammten Schlüssel. Ja, wie sind der Schlüssel? Hallo, hier, wie sind's in. Aber wo müssen wir jetzt hin? Können wir den hauen? Den können wir gar nicht hauen. Liebe Leute, ich sag gerade nicht sonderlich viel. Oh, da war eine Schrotflinte. Moment, hallo. Ja. Ich habe gerade eine Schrotflinte gesehen. Ich habe jetzt andere Sachen vor. Lass uns doch mal irgendwie, bitte mal irgendwie entschärfen. Okay, da ist ein Stolperdraht. Okay, wo bin ich? Ja, hol dir den Schlüssel. Hier, komm. Oh, der ist überhaupt nicht der Typ irgendwie, ne? Wo ist der Stolperdraht? Moment. Moment, den locken wir jetzt mal ganz kurz hier in den Stolperdraht. So, entschärfen. Flupp und wieder anmachen. Ich glaube, das fand er nicht so gut, ne? Ist er tot? Wie, der steht noch? Wieso steht er noch? Das ist unglaublich hier. Können wir ihn jetzt mal irgendwie ein bisschen verbremsen hier? Fall? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der hat doch gerade da. Meine lieben Landsleute, ich bin. Wo sind wir jetzt? Okay, ach, jetzt müssen wir es mal durch den Steam hier. Okay, das war ja nicht so schwer. So, okay, hindurchquetschen. Okay, geschafft, okay, geschafft. So, jetzt müssen wir. Was? Na, das war ja wieder hindurchquetschen, okay. Okay, da kamen wir nicht rein. Aber was soll ich denn mit dem Typen machen? Irgendwie, das ist. Die muss irgendwie den stolpert. Oder ich hole mir eine gute Waffe. Okay. So. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz mal auf die Stolperdrähte achten. Wenn der denn mal hier mich da machen lässt, da ist ein Stolperdraht. Oder kann ich den jetzt aktivieren? Ja, super. Perfekt. Zur richtigen Zeit den falschen Knopf drücken. Das ist, Spielkind 45. Ihr kennt das so und ihr wisst, dass das so ist. Und ich entschuldige mich überhaupt nicht, ne, weil das ist. Ich liebe dieses Spiel. Ihr wisst das. Und so. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Dampfbaden, ne, hier. Schön einmal durch die schöne, steamige Scheiße da. Ne. So, hindurchquetschen. So, bitte sehr. Hindurchquetschen, bitte. Warten wir mal ganz kurz, es kommt der erste, dann gehen wir schon mal ein bisschen weiter, dann kommt der zweite, dann gehen wir ein bisschen weiter. So, dann kommt der dritte. Schaffen wir das? Wir schaffen das. Ist doch gar nicht so schwer, liebes Spielkind. Ich muss ein bisschen die Augen aufmachen, dann passt das auch. Liebe Leute, das Spiel ist auf jeden Fall so. Okay, jetzt müssen wir hier nochmal rein. Summen die Dummi. Ja, help me. Willst Hilfe und verprügelt uns hier? Ja, super Hilfe. Wir tun hier doch gar nichts. So, mal ganz kurz mal gucken. Jetzt hier mal ganz in Ruhe um. Okay, die Falle ist auf jeden Fall klar. Wo kommt der her? Komm mal her. Komm mal her, mein Kleiner. Ja, genau. Komm mal her. Hier sind wir. Hallo. Okay, guck
gucken uns mal ganz kurz das Zimmer an. Da ist auch noch so ein verkackter Stolperdraht. Okay. Aber ich weiß gar nicht, wo wir müssen. Was? Okay. Mhm. Hier sind wir. Wieso macht denn das nichts? Meine lieben Leute. Wie das Ganze jetzt hier weitergeht, ja? Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Samstag und ja, ein tolles Wochenende, ne? Haltet euch wacker, ne? Ich gehe jetzt hier mit Detective Ted noch ein bisschen ins Dampfbad, ne? Das ist eine coole Sache. Ja, wie gesagt, macht euch ein nettes Wochenende und in diesem Sinne ab in die Rinne, liebe Leute. Ich war gechastet, also alles spiegelt mit 6:45. Ciao, ciao.